Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und wir haben letztes Mal hier unsere Anfänge für die Module gemacht. Wir haben da oben auch 4 Labore für die Forschung. Das sollte uns für den Moment genügen. Aber wir produzieren zu wenig Output. Und wenn wir hier auf die Inputbänder schauen, dann sehen wir, die sind alle voll. Hier beim Glasband, da ist etwas Kupfer reingerutscht, weil bei unserer Quarzverarbeitung, da ist auch ein bisschen Kupfer mit dabei. Und wenn das in die Schmelze geht, entstehen Kupferplatten statt Glas. Aber da, wo wir den Flaschenhals haben, das ist hier bei der Eisenchloridlösung. Und darum werden wir uns heute mal darum kümmern, dass wir diverse Flaschenhälse uns anschauen und sehen, wie wir das verbessern können. Und das heißt wahrscheinlich auch, dass wir uns um verschiedene Erzfelder kümmern müssen, wie beispielsweise das Zinnfeld, das hier unten bald leer ist. Aber auch beim Quarzfeld ist nicht mehr allzu viel drin. Und ich glaube, das Problem bei der Eisenchloridlösung hier ist, dass wir zu wenig Wasserstoffchlorid haben. Sprich, hier auf dieser Seite, da kommt einfach zu wenig raus. Und ich denke, vom... was ist das? Salz. Salz haben wir genug. Aber wir brauchen wahrscheinlich da noch ein paar mehr Maschinen. Machen wir einfach mal hier hinten ran und dann werden wir sehen, wie wir die verbinden. Machen hier mal das so. Das funktioniert ja wunderbar. Da die großen Strommassen nehmen, dann haben auch die Greifarme was davon. Und dann hier ein Untergrundband und machen wir hier doch einfach mal einen Teiler hin. Ein Teil so. Oh. Und natürlich wieder mal zu wenig den Untergrund rühren. Überall Eingänge. Und dann sollten wir hier mehr Chlor rausbekommen. Denn das ist das, woran es uns hier mangelt. Und das soweit haben. Oh. Das muss eins höher sein.
wir das soweit haben, dann können wir wahrscheinlich auch hier drei weitere Maschinen platzieren. Das sollte uns helfen. Und jetzt haben wir hier zu wenig Salz, das wir produzieren. Aber ich glaube, das sollte das kleinste Problem sein. Gut, wir werden das mal ein bisschen laufen lassen und dann sehen, wie sich das auswirkt auf unsere Produktion. Und als nächstes schauen wir uns Zinn an. So wie es aussieht, fehlt auf unserem Zinnfeld noch einige Förderer. Wir haben das ja vor einiger Zeit gebaut mit den alten Varianten der Förderer. Drum, wenn ich hier durchlaufe, werden die nicht automatisch platziert. Aber wir können natürlich hier die manuell platzieren. Dieses Setup sollte nicht allzu schwer sein zu verbessern. Wir sagen einfach hier, bevorzugter Eingang ist links, das was hier von oben kommt. Dann schließen wir das hier an. Das wäre dann dieses Band. Und hier haben wir auch wieder bevorzugten Eingang links. Und dann bekommen wir ab hier ein volles Band ran. Und dann sollten wir hier dann eigentlich auch zwei volle graue Bänder rausbekommen. Denn wir legen jetzt ja zwei graue Bänder rein. Sobald wir hier das dann haben, sollten wir sehen, dass wir da mehr Durchsatz haben. Nicht, dass wir das momentan brauchen, denn ich glaube, hier in den Kisten, die sind ziemlich voll. Da müssen einfach die Züge beladen werden und der Zug, der fährt nicht kontinuierlich. Und hier sieht so aus, als ob wir hier volle Bänder auf der anderen Seite rausbekommen. Das heißt, mehr Schmelzen sind in Aktion und produzieren unser Kupfer. Das Feld hier oben, das hat noch 33.000 Zinnerz drin. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das ganz leer ist. Aber wenn es leer ist, werden wir zumindest keine böse Überraschung erleben. Und weiter geht's Richtung... wenn ich schon hier unten bin, kann ich auch noch rasch bei der Eisenchloridlösung vorbeischauen, um zu sehen, wie es da läuft. Hier produzieren wir nun konstant, aber etwas wenig, wenn wir die hier updaten, dann produzieren wir schneller und wahrscheinlich wird es ein bisschen dauern, bis wir da das ganze Rohr und alle Fabriken so gefüllt haben.
dass sich da dann im Tank auch was ansammelt. Aber wie gesagt, jetzt geht's erstmal zu Quarz. Unser Quarzfeld ist recht geschrumpft. Wenn wir hier schauen, 17.000, das heißt sogar noch weniger als unser Quarz brauchen wir hier nicht auf dem Glasband. Es reicht, wenn wir da schon Kupfer haben. Aber was wir machen können ist, wir werden nicht genügend Quarz haben für alle Elektrolyser hier. Drum machen wir doch einfach hier die Glasschmelze hier oben. Da brauchen wir langen Tunnel oder längeren Tunnel. Dann haben wir hier jetzt den nötigen Raum. Mit diesen zwei haben wir dann das gesamte Feld abgedeckt. Aber das wird uns nicht ewig reichen und wir müssen dann dieses Feld hier oben anschließen. Und was mich da noch interessieren würde, ist, können wir die Silikonstangen, die können wir nur mit Calciumchlorid herstellen. Und Calciumchlorid bekommen wir, da haben wir mehrere Varianten. Das bekommen wir auch von Tungsten raus, bei der Tungstenverarbeitung. Interessant. Das heißt, ein Nebenprodukt, das wir hier haben, zwar nicht in allzu großen Mengen, könnten wir hier anliefern, um das Silikon zu produzieren. Also das Silikon, Calciumchlorid. Das wäre auch eine Variante, aber da brauchen wir auch Ammoniumchlorid. Und da brauchen wir wahrscheinlich wieder Chlor dazu. Ich bin mir nicht, wir haben ja hier unten auch so ein Setup, wo wir das Calciumchlorid produzieren, aber auch eine Anlieferung dafür. So dass wir zuerst das von der Anlieferung nehmen und dann das, was wir produzieren. Gut, ich denke, dieses Setup lassen wir erstmal so.
Und dann werden wir schauen, was wir da mit dem neuen Quarzfeld machen. Ich denke, Anlieferung von dem Chlorid, das wäre sicherlich günstig. Wir brauchen, machen wir 4 Ausgänge, dann haben wir 2 für Glas und 2 für das Silizium. Wir machen die Ausgänge im Westen und dann planen wir das mal so auf. Und dann lassen wir die Rubis fliegen. Und hier werden wir wahrscheinlich noch einen roten 4:4 Balancer hinpacken. Genau. Und dann können wir schauen, was machen wir denn sonst noch hier für die Verarbeitung. Ich habe hier schon mal ein paar Bahnhöfe platziert, einen für das Calciumchlorid, einen für Kohle, denn wir brauchen Carbon. Und das Ganze habe ich von hier unten kopiert, wo wir die beiden schon haben. Und den dritten, den ich da ansatzweise habe, den werden wir dann wahrscheinlich später mal verwenden, wenn dieses Feld leer ist, um Quarz anzuliefern. Aber alles, was wir sonst noch brauchen, finden wir hier unten, nämlich diese Verarbeitung hier. Das ist die Kohle zu Carbon. Und da brauchen wir dann nur noch Wasser. Dann brauchen wir etwas weiter unten. Oh, wir brauchen auch noch Stein. Okay. Das war dann ursprünglich mal das der Bahnhof für Stein, weil der war unten dran. Aber wir können den hier oben hin machen. Und dafür haben wir dann wahrscheinlich irgendwann die Materialien. Stein. Und dann können wir hier das so machen, wie wir das hier unten haben. Und wir können Chlor, Wasserstoff, können wir anliefern. Vielleicht brauchen wir auch noch den hier für das Chlor alleine. Oder lohnt sich eigentlich nicht wirklich, denn Chlor haben wir hier oben und die Chlorwasserstoffleitung haben wir da drüben. Gut, ich schaue mal, wie ich das alles auf die Reihe bekomme. So dass wir dann all die Materialien haben, die wir da benötigen, damit wir Silikon und Glas hier oben herstellen können.
Und dieses Setup sollte uns reichen. Wir haben hier oben die Produktion für den Sandstein. Da kommt unser Calciumchlorid ran, wenn wir was haben. Und wir geben das hier vorne mit aufs Band, so dass, wenn wir hier ein volles Band haben, diese Produktion nicht anläuft. Hier haben wir unsere Verarbeitung von Chlorwasserstoff mit hier dem Anschluss an unsere Hauptleitung und hier die Versorgung von Chlor alleine. Und das hier wird so lange laufen, wie wir hier Wasserstoff aus der Produktion rausbekommen. Und damit, plus hier Carbon, haben wir eigentlich alles, was wir benötigen, um die Silikonstangen zu produzieren. Und da haben wir dieses Setup hier unten. Wo wir zwei Bänder brauchen, eins in der Mitte, eins außen. Und ich denke, wir kopieren einfach mal das hier, vielleicht mit den Stangen und machen das mal hier. Gut, dann hier kommt das ran. Und hier haben wir noch ein zweites Band. Und am inneren Band, da haben wir den Input. Der Input ist zweifältig. Zum einen haben wir hier dann das Carbon hieran und dann haben wir hier aber auch noch das Chlorid. Und da fehlen mir ein paar Bänder, aber wir können auch noch die, die Glasschmelze machen und die ist recht einfach, denn das ist so eine Schmelze, wie wir es hier haben. Und das machen wir hier auf dieser Seite. Und dann haben wir hier einen zweiten Ausgang für die Bänder. Und ich denke, die kleinen Strommasten hier, die brauchen wir nicht. Die schmelzen allerdings schon. Und
da muss ich jetzt einfach noch durchgehen, um sicherzustellen, dass wir auch alle Bänder platziert haben und dann hier oben auch alles angeschlossen haben. Was wir aber auch inzwischen haben, ist unsere erste Forschung für die Module ist durch. Das heißt, wir können hier weitere Forschungen einreihen. Das machen wir so. Und dann werden wir schauen. Ich gehe davon aus, die laufen recht schnell durch. Zumindest so lange, wie wir Material haben für die Forschung. Ah. Gut, dann baue ich das hier fertig und dann sind wir soweit mit diesem Quarz-Setup hier oben. Sehr schön, wir produzieren Glas und die Silikonstangen. Wenn wir jetzt die hier auf ein Band zusammenlegen, können wir die, sobald wir soweit sind, das Ganze hier runterziehen und da anschließen, wo immer wir das auch anschließen. Hier. Genau, und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um mehr Modulforschung einzureihen. Wie wir sehen, haben wir da bereits einiges weggeforscht. Das sehen wir hier. Da gibt es eine bunte Palette an Modulen, die wir produzieren können. Und zumindest momentan können wir noch alles forschen. Und damit sind wir am Ende von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächstes Mal können wir uns hoffentlich wieder einem etwas produktiveren Thema widmen. Aber was das sein wird, verrate ich noch nicht. Also bis dann und tschüss!